So, hallo zusammen. Ihr habt es ja gerade gehört, ich komme aus Bayern und deswegen möchte ich jetzt am Anfang nicht zu viel reden, weil wir Bayern tun uns ja in der Regel schwer, uns außerhalb unseres Heimatlandes sinnvoll zu artikulieren oder verständlich zu artikulieren. Deswegen machen wir jetzt einfach mal ein Experiment. Ich habe hier Bier. Einmal ein frisches Bier und eines, das schon 2 Jahre irgendwo herumstand. Also geschlossen natürlich. So, und was macht man jetzt mit Bier? Natürlich verkosten, klar. Aber dafür brauchen wir einen erfahrenen Verkoster. Und wir haben heute Abend einen hier. Begrüßen Sie mit mir einen echten Homo Bavaricus Subspezies Cerevisiae. Servus, Bernd. Jetzt schauen wir mal. Oh, frisches bayerisches Bier. Oh, das ist gut. Und das da. Ich hab viel Teufel. Was ist denn das für ein Sorter Rotz? Den Schwabe könnt ihr selber saufen. Ich übersetze kurz für unsere nicht-bayerischen Zuseher. Kurze Gegenfrage: Haben wir bayerische Zuseher? Bitte um Hand. Ah! Sehr schön. Für alle anderen, macht nichts, wenn ihr nichts verstanden habt. Dieses Bier weist in seinem sensorischen Profil typische Merkmale von gealtetem Bier auf. Ich bemerke ein papierartiges und honigartiges Aroma. Außerdem ist das Bier im Abgang unangenehm harsch bitter. Über dieses gealtete Bier möchte ich mich sofort beschweren. Und das hat er wirklich so gesagt, die Bayern können es bestätigen. Ne? Auf jeden Fall haben wir gelernt, auch Bier wird nicht jünger. Und dabei ist schon einiges bekannt über die Prozesse, die da im Bier bei der Lagerung ablaufen. Und so spielen häufig Sauerstoff und freie Radikale eine große Rolle. Freie Radikale, das klingt jetzt für die meisten ein bisschen wie aus der Apothekenumschau. Und lesen Sie in der neuen Ausgabe, wie freie Radikale Bier altern lassen und wie Antioxidantien im Bier die Radikale abfangen können. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Antioxidantien nicht nur in Antifaltencreme Sinn machen, damit die Haut schön frisch bleibt, sondern auch in Bier, damit das Bier auch nach längerer Lagerung nicht alt aussieht, beziehungsweise alt schmeckt. Aber ich meine, wo ist jetzt das Problem? Dann geben wir doch einfach Antioxidantien zu unserem Bier zu, oder? Wo haben wir da das Problem? Na, Freundl, so einfach geht das nicht. Wir haben nämlich unser bayerisches Reinheitsgebot und nach dem darf nichts anderes in unser Bier hinein, außer Wasser, Hopfen und Malz. Und keine Axifozi oder was da auch immer, gell? Und da muss man ihm recht geben, denn immerhin wollen 85% der Deutschen, dass auch weiterhin am Reinheitsgebot festgehalten wird. Und natürlich vor allem die Bayern, weil die sehen das natürlich gerne, wenn auch mal ein bayerischer Entwurf es auch deutschlandweit zu Erfolg bringt. Und das andere Problem ist natürlich auch noch, die Deutschen trinken immer weniger Bier. Braunen. Zurzeit trinkt jeder Deutsche pro Jahr ungefähr nur 100 Liter Bier. Das sind ungefähr 6 Pils pro Woche. Das ist so gut wie gar nichts. Also damals in der goldenen Zeit in den 70ern, als noch 150 Liter pro Kopf und Jahr getrunken wurden, naja, da hat doch der Maurer irgendwie vor dem dritten Bier gar nicht zu arbeiten angefangen, oder? Also, und ich glaube, aus der Zeit stammt auch so die Redewendung, 2 Mann, ein Kasten. Würde ich jetzt mal so tippen. Aber die Zeiten sind vorbei und deswegen möchte man auf dem internationalen Markt das Bier in Zukunft stärker verkaufen. Und dafür muss es eben lange haltbar sein. Aber wie bekommen wir jetzt unser Bier länger haltbar? Oder wie bekommen wir Antioxidantien in unser Bier? Und gerade wenn wir es international verschiffen wollen. Nun, die Idee ist im Prinzip ganz einfach. Wir wollen zuerst einmal herausfinden, welche Antioxidantien natürlicherweise im Bier vorkommen und uns dann Strategien überlegen, wie man diese auf natürlichem Weg anreichern kann. Dafür werden jetzt zunächst einmal die Substanzen im Bier aufgetrennt. Dazu werden sie auf eine, das geschieht mit chromatographischen Methoden,
Dafür werden die Substanzen auf eine Säule gegeben, die mit einer Art dicht gepackten Sand gefüllt ist. Und über diese Säule bewegen sie sich nun unterschiedlich schnell und trennen sich dabei auf. Das ist ungefähr so, wie wenn man Leute durch eine Fußgängerzone schickt. Da gibt es die einen, klischeehaft Männer, die laufen einfach durch. Bleiben höchstens mal kurz stehen und gehen dann wieder weiter. So. Und die bilden unsere erste Fraktion. Die zweite Fraktion, ja, die wird jetzt mal ein bisschen zurückgehalten. Das sind zum Beispiel irgendwelche Damen, die mal an einem Schmuckgeschäft stehen geblieben sind. Ach, Schatzi, schau doch mal, die Kette da. Jetzt, Schatzi, schau doch mal. Aber Schatzi war in der ersten Fraktion ja schon dabei. Die dritte Fraktion, ein paar Hipster. Ah, ich schaue immer nach coolen Klamotten. Hey, wow. Die vierte Fraktion sind jetzt ein paar Shopping-Damen, die sagen, ach, bin ich mal bei den Accessoires hängen geblieben, ach Gott, und bei den Taschen, da kann ich mich ja stundenlang aufhalten. Deswegen brauchen die auch länger. Und jetzt kommen noch die allerletzten. Das sind so die Damen, die wahrscheinlich in irgendeinem Café sich irgendwo niedergelassen haben, um ein bisschen mit den Mädels zu quatschen. Und da vergessen wir immer die Zeit. Im Fall der Chromatographie gibt es da das sogenannte Umspülen. Das ist ungefähr so, wie wenn wir in unserem Fall am Schluss einfach einmal mit dem Dampfstrahler durchgehen und die Weiber alle mal rauskerchern. So, und jetzt haben wir alle zusammen und haben so eine Trennung. Das ist zum Beispiel ein Original aus meiner Arbeit. Und jetzt müssen wir aber herausfinden, in welcher von diesen Fraktionen die Antioxidantien nun stecken. Dafür gibt es jetzt verschiedene Tests, das ist so ähnlich wie irgendwelche Einstellungstests, Bewerbungstests. Zu einem Koch sagt man auch, koch mal was, oder zu einem Schwaben sagt man, komm, sag mal, hasch kannst wilsch, isch kannst hasch. Und das fünfmal hintereinander oder so. Und da gibt es verschiedene Tests und solche Tests gibt es hier auch. Und hier präsentiere ich nun die Ergebnisse der Radikalfänger-Tests. Hey. Und wir sehen, wir haben eine Fraktion oder zwei Fraktionen, die besonders viel von den Antioxidantien enthalten. Aber da haben wir jetzt immer noch mehrere Substanzen drin. Das sieht übrigens auch gar nicht so viel anders aus wie eine Originalgrafik aus meiner Arbeit. Also das kann man schon ganz gut irgendwie runterbrechen. Aber jetzt müssen wir diese Fraktion 3 und 4, die enthalten ja noch viel, immer noch viele Substanzen, deswegen werden die weiter aufgetrennt. Und um jetzt kein Rollenklischee auszulassen, ich liebe Rollenklischees, weil so funktioniert Chromatographie halt einfach, können wir jetzt hier diese Shopping-Damen aus Fraktion 4 über eine spezielle, durch eine spezielle Fußgängerzone schicken, die aus lauter Schuhgeschäften besteht. Und da gibt es wieder die einen, die sagen, boah, irgendwann wird es mir einfach zu blöd. Und die anderen, denen schicken wir wieder den Dampfstrahler. Und so macht man das dann weiter und weiter und weiter, bis man am Ende bei einzelnen Substanzen landet. Und jetzt müssen wir natürlich noch, ähnlich wie wenn wir jetzt unseren Superkoch oder unseren Superschwaben oder so gefunden haben, aber jetzt müssen wir noch seine DNA, Fingerabdrücke und biometrische Daten aufnehmen, um mehr über ihn zu erfahren. So gibt es jetzt auch strukturanalytische Techniken. Aber wenn ich jetzt anfange, die zu erklären, dann werden wahrscheinlich die meisten von euch in ein spontanes Wachkoma fallen. Deswegen vertraut mir einfach, dass man aus solchen Experimenten was rauslesen kann und dass man damit Strukturen aufklären kann. Und ich präsentiere nun einige Antioxidantien aus Bier. Okay. Also jetzt erstmal verhaltener Jubel. Die meisten fanden die Eule lustiger, ich persönlich auch, muss ich sagen. Ich fand die Eule auch lustiger, okay. Aber jetzt kann man eigentlich erst richtig mit dem Forschen anfangen. Denn wenn man weiß, wonach man suchen muss, tut man sich bekanntlich leichter. Und so kann man jetzt mit diesen Informationen, die man gesammelt hat, eine Methode entwickeln, mit der man sehr schnell genau den Gehalt von diesen einzelnen Verbindungen im Bier herausfinden kann. Dafür kann man verschiedene Biere jetzt messen, verschiedene Gersten, Hopfen, Malzproben und auch, wie jetzt hier dargestellt, verschiedene Stufen aus dem Brauprozess. Und damit kann man jetzt herausfinden, was denn im Lauf des Brauprozesses mit diesen Substanzen passiert. Und so kann man auch ableiten, wie oder mit welchen Strategien man möglicherweise die Antioxidantien erhöhen kann. Ich habe jetzt hier auch mal ein paar Möglichkeiten angegeben, was man so machen kann. Man kann spezielle Gerstesorten verwenden, spezielle Hopfensorten, spezielle Hefe, ein spezielles Temperaturprogramm beim Melzen. Viel Liebe ist auch immer gut.
Und so bekommen wir am Ende möglicherweise am Ende dieses Prozesses ein antioxidantienreicheres Bier. Einmal frisch und einmal um die ganze Welt verschifft, also gealtert. Und jetzt wollen wir das Experiment vom Anfang noch einmal wiederholen und schauen, ob sich was getan hat. Also, brauchen wir nochmal den Homo Bavaricus. Ja, da bin ich schon wieder. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Und das da? Das da. Oh, das ist ja genauso gut. Oh. Oh ja, Wahnsinn. Spitzenmäßig, sage ich euch. Und ich übersetze, alle sind glücklich. Und in diesem Sinne, Prosit und Dankeschön.